Moin Moin und hallo zu... Weiß ich nicht. Heute mit folgenden Themen. Heute stellen wir ausnahmsweise zwei tolle iPad-Spiele vor. Danach kämpfen wir in Shogun 2 an der Seite von Samurais. Zunächst jedoch Wrestling. Mein überaus geschätzter Kollege Budi erklärt euch jetzt, was gleich kommt. Da geht es wirklich um die eigenen Charaktere, deren Geschichten und deren Fähigkeiten. So, ne? Also da hast du wirklich nur den Nahkämpfer oder dann hast du halt die Spezialfähigkeiten. Da hast du den Sandtypen, der halt einfach riesengroße Sandhände. Das ist super geil. Hä? Es geht um Chakra, es geht um die eigene innere Energie, es geht um die eigenen individuellen Kampfstile, die es eigentlich gibt. Und naja, das jetzt alles in einem Spiel zu sehen, ist dann schon abgefahren. Bitte, da habt ihr es. Und ab. Alter, ich mach gleich hier den großen Mann. Ich hasse dich als mein Warrior. Ja, bei Game One gibt's einige heimliche Wrestling-Fans, deren Herzen schlagen für die alten Haudegen wie Hulk Hogan, den Ultimate Warrior oder den Undertaker. Auch im neuen WWE All-Stars laufen neben aktuellen WWE-Stars zahlreiche Legenden auf, als bullige Comic-Catcher mit einer extra Portion Muskeln. So fett die Wrestler, so abgespeckt die Steuerung, bei der ihr auch ohne langes Training durchblickt. Eine simple Einknopfhauerei ist WWE All-Stars aber nicht. So müsst ihr Schläge und Griffe mit verschiedenen Blocktasten kontern. Habt ihr genügend Treffer gelandet, verwampst ihr euer Gegenüber mit fetten Signature-Moves und macht mit krachenden Finishing-Moves endgültig den Sack zu. Anders als SmackDown vs. Raw schert sich All-Stars nicht um Größe und Gewicht der Athleten. Ob schwerer Riese oder schneller Ringflo, alle Wrestler haben die gleichen Chancen. So kann auch CM Punk einen Andre the Giant durch die Luft wirbeln. Natürlich lieben wir Wrestling nicht nur wegen der überdrehten Kämpfe. Mindestens ebenso wichtig sind die wunderbar beknackten Nonsensgeschichten, die sich vermutlich wahnsinnige Storyschreiber Woche für Woche aus den Fingern saugen. Echte Kerle, harte Fäuste, hauen sich auch gerne mal aufs Maul. Du bist ja schon da. Ja, cool, gell? Ja, ich sag dir, der Undertaker, der kann nichts mehr. Einmal mit der Urne über die Birne gezwirbelt, sofort war der K.O. und ich konnte heilen. Geil, oder? Was zum Teufel macht denn der hier? Der hat uns doch bei King of the Ring erst den Tag Team Gürtel gekostet. Hättest du die Finger von meiner Schwester gelassen! Und eins sage ich dir, Monstrosity! Wir sind jetzt ein Tag-Team! Sag, dass es nicht wahr ist. Bitte sag, dass wir waren so ein gutes Tag-Team. Das dachte ich auch! Aber seine Schwester ist auch mein Bruder. Leider nutzt WWE All-Stars dieses Story-Potenzial nicht ganz aus. Der sogenannte Path of the Champions besteht aus drei Kampfserien mit ein paar Render-Videos. Ähnlich puristisch ist der Fantasy-Warfare-Modus, wo ihr zum Beispiel herausfindet, ob Sheamus oder doch der Ultimate Warrior der größte Ringkrieger ist. Insgesamt hinkt WWE All-Stars der hauseigenen Konkurrenz SmackDown vs. Raw auf dem Papier ein bisschen hinterher. Zwar gibt es Käfigfights, Duelle mit Tischen oder Leitern, fehlen aber ebenso wie Modi mit mehr als vier Akteuren. Auch 30 Wrestler sind im Vergleich nicht die Welt, aber ganz ehrlich, total egal. Der Fun-Faktor der Kloppereien ist so groß wie seit Jahren nicht mehr. Wenn bei einem Nachfolger der Umfang verbessert wird, kann THQ die mittlerweile etwas dröge SmackDown vs. Raw-Reihe gerne komplett begraben. Rest in Peace. Ihr denkt, Duke Nukem Forever kommt im Mai? Am Arsch. I know it's hard to believe, but it's coming. The game is coming. I mean, it's the unshippable game and we're finally ship... What? Is this some kind of a joke? Come on, it's not even April 1st. Why am I always the last guy to find out about this stuff?
Und der Gaming-Gott sprach, zappelt und lauschet. Mit Child of Eden bringt Ubisoft einen flashigen Musikshooter, der stark an Res von Sega erinnert. Kein Wunder, kommt ja auch von Tetsuya Mizuguchi, dem Res-Erfinder. Handheld-Helden der ersten Generation haben Grund zur Freude. Auf PikaPik.com wurden zahlreiche LCD-Handhelds in virtueller Form verewigt. Die Aufmachung ist grandios, die Auswahl famos und das Spielen kostenlos. Nach dem großen Erfolg auf dem PC kommt das Adventure Machinarium nun auch für die PS3 zum Download. Xbox-Spieler brauchen nicht darauf zu warten. Microsoft lehnte den Titel ab mit der Begründung, wir wollen es exklusiv oder gar nicht. Was ist blau, guckt blöd und hat eine kurze Lebensspanne? Nein, nicht das Krümelmonster mit Getreideallergie, sondern Swarm Mites. Diese kleinen Idioten sind die Stars in Swarm, einer lustigen Mischung aus Lemmings und Nintendos Pikmin. Euer Job ist es, 50 Swarm Mites durch extrem lebensfeindliche Hinderniskurse zu lotsen und dabei DNS aufzusammeln, mit der ihr die Swarm-Königin wieder fit macht. Knapp 15 Euro finden wir für einen Download-Titel fast ein bisschen zu teuer, aber die treu-doofen, willenlosen Protagonisten lassen uns trotzdem eine Empfehlung aussprechen. Normalerweise machen wir hier ja keine iPhone-Spiele, denn wenn wir die alle machen würden, seien wir ehrlich, dann geht die Sendung eine Stunde und das will keiner sehen. Aber wenn die Spiele Dead Space und Dead Company heißen und auch noch online-fähig sind und so viel kosten wie eine Currywurst mit Pommes, dann wäre ja bekloppt, wenn wir das nicht machen würden. Es gibt so viel schlechte Umsetzungen von guten Konsolenspielen, deswegen ist man da auch immer natürlich ein bisschen skeptisch, wenn so ein großer Name auch wie Dead Space plötzlich zum Download zur Verfügung steht. Ihr spielt Vandal und arbeitet, das ist eine Besonderheit, zum ersten Mal für Unitology. Das ist also genau die, ja, Scientology-orientierte Kirche, die für all den Scheiß im Spiel verantwortlich ist. Mit Vandal erleben Apple-User, was sich vor Dead Space 2 auf der Raumstation Sprawl zugetragen hat. Ein kleiner, aber feiner Mehrwert für Fans des Dead Space-Universums. Man hat es tatsächlich geschafft, obwohl man ja keine Knüppel, keine Buttons hat, dass die komplette, komplexe Steuerung von Dead Space sehr filigran für das iPad zum Beispiel übersetzt wurde. Ein simpler Tastendruck auf die jeweilige Stelle des Displays genügt und Vandal öffnet Türen, hebt Objekte per Kinese-Funktion auf oder lädt seine Waffe nach. Besonders hervorzuheben ist allerdings, dass man sich immer noch genauso gruselt und erschreckt wie bei den großen Versionen. Ich kann mich echt nicht beschweren. Ich finde nahezu nichts, was mir nicht gefällt. Die Story ist cool, man hat sogar eine coole Sprachausgabe, an einen eigenständigen Charakter, an eine eigenständige Story, an coole Soundeffekte, Musik, all das gedacht. Und ich bin echt beeindruckt, wie weit iPad-Spiele mittlerweile gekommen sind. Aber es gibt ja noch ein Spiel, das Simon sehr gut gefällt, nämlich Battlefield Bad Company 2 für das iPad und das iPhone. Naja, eigentlich nur fürs iPhone. Fürs große iPad-Display ist's nicht angepasst. Natürlich muss man da Abstriche machen. Aber ich muss sagen, von all den Shooter-Varianten, die es mittlerweile auch fürs iPhone, fürs iPad und für all die Touchscreen-Bedienfelder gibt, ist es eines der besten. In Deckung gehen, Nahkampfangriffe, Granaten werfen, Geschütztürme bemannen, alles geht. Sogar Online-Matches sind möglich. Wenn ihr dieses Jahr nur einen Shooter und ein Horrorspiel kaufen wollt, dann empfehle ich euch Bad Company 2 und Dead Space. Besser geht's eigentlich nicht. Viel Spaß. Da ich alleine bin und somit niemanden mit in den Abgrund reißen kann, wird es Zeit für ein wenig Wahrheit. Werbung ist was Geiles, das gab es im Vorfeld eigentlich nie. Gudi, was ist deine Meinung zu unserem nächsten Thema? Ich habe die Mutter aller kompetitiven Computerspiele gespielt, StarCraft 2. Das stimmt natürlich, aber wie du weißt, geht's jetzt um Shogun 2. Mal gucken. Nee, im Echt, hier steht's, kannst du gucken, Shogun 2 ist ein fettes Spiel geworden. Nee, darum geht's gar nicht. Sondern? Ich glaube, das ist ein sehr gutes Spiel, aber StarCraft 2 im Vergleich dazu, ne? Jetzt hör mal auf mit StarCraft 2, das ist über ein Jahr alt. Ich habe eine ganz normale Brille. ...1545. Dies ist Sengoku Jidai, das Zeitalter des Krieges. Seit 200 Jahren herrschen die Ashikaga-Shogune von Kyoto aus. In dieser turbulenten Epoche Japans ist Total War Shogun 2 angesiedelt. Ihr erlebt den Kampf der Fürsten um den Titel des Militärkaisers, des Shogun.
Um auch geschichtlich für das Strategiegeschehen gewappnet zu sein, haben wir einen Experten zu Rate gezogen. Wenn es um Sengoku Jidai, das heißt Bürgerkriegszeit, geht, war Shoguns Macht sehr geschwächt, praktisch Vakuum entstanden. Es ist an der Zeit, dass ein neuer Kriegsherr zum Shogun wird. Ihr schlüpft also in die Rolle eines Clanfürsten. Diese Daimyo führen Kriege untereinander, pflegen aber auch wichtige politische Beziehungen. Ich bin hier, um zuzuhören und mich um ein würdiges Ergebnis unserer Diskussion zu bemühen. Um euer kleines Reich wachsen zu lassen, braucht es Verbündete. Diese bekommt ihr, indem ihr Handelsbeziehungen pflegt und Abkommen schließt. Doch damit ist noch lange nicht Schluss, denn weniger wohlgesonnene Rivalen könnt ihr mit geplanten Geiselnahmen, Erpressung oder arrangierten Hochzeiten gefügig machen. War sowas denn damals in Japan üblich? Das war wie Kriege gang und gäbe gewesen. Heirat ist politische Mittel gewesen, nichts anders unter Daimyos. Und Intrige ist auch gang und gäbe gewesen. Erst wenn all diese Mittel versagen, kommt es zum Krieg. Und auch hier geht es weit über das übliche Kommen, Sehen, Hauen hinaus. Wie schon in den Vorgängern stehen taktische Echtzeitgefechte auf dem Plan. Im neuesten Teil habt ihr aber noch einen Ticken mehr Möglichkeiten. Ihr wollt eine übermächtige Festung einnehmen, okay? Eure Bogenschützen bekommen extra Pfeile. Ninjas sabotieren die Tore schon vor der Schlacht und ihr könnt Einheiten vorm Feind verbergen. Das senkt die Moral der Gegner und schlägt sie in die Flucht. Wobei, Flucht? Samurai wären doch niemals geflohen, oder? Es hängt davon ab, welchen Grad von Samurai geht. Zum Beispiel in einer alten Schrift, da wird dann regelrecht, bevor man Kampf geht, eigenen Name gerufen, woher er stammt und so weiter. Und in solchen Fällen ist kaum zu vorstellen, wegzufliehen, das wäre Schande. Im weiteren Spielverlauf bekommt ihr die Möglichkeit, euch über ein Skillsystem zu spezialisieren. Ihr könnt den wirtschaftlichen Weg des Chi oder den kriegerischen Pfad des Bushido einschlagen. Bushido, der Weg von Samurai, Kernidee ist Tod. Todesbereitschaft, das ist in der Bushidos Kern. Das heißt, für den Fürsten Tod bereit sei. Wer weniger Lust aufs Sterben hat, schlägt den Pfad des Chi ein. Als Chi-Daimyo baut ihr eure Wirtschaft aus und zieht eure Macht aus eurem Reichtum. Kurz mal einen Gegner bezahlt, damit er den Handel eines anderen blockiert. Nichts treibt einen Feind besser aus seiner Festung als eine kleine Hungersnot. Nicht ehrenhaft, aber effektiv. Trotz all der Taktik bietet Shogun aber auch was fürs Auge. Das Spiel selbst sieht schon gut aus, doch noch besser haben uns die Videosequenzen gefallen. Hier gibt's keine übertriebene Action, keine überzeichneten Charaktere. Vielmehr wurde versucht, die Epoche und die Kultur so authentisch wie möglich abzubilden. Mit Erfolg. Steinig ist der Pfad zum Titel des Shogun, doch auch ebenso spannend. Die Gefechte sind fesselnder als in jedem vorherigen Total War, die Grafik ist geiler und das Diplomatiesystem ist nun nicht mehr nur notwendiges Übel, sondern ein reizvolles Instrument im Kampf um die Macht. Shogun 2, ein Fest für Echtzeitstrategen. Ohne allzu viel ellenlange Erklärung kommen wir zum Schluss. Finde ich gut.